Ja, dein Kampf ist der Kampf mit der 3D. Das ist absolut dein Kampf und es ist immer wieder das. Du likest etwas umzu. Du frägst etwas umzu. Und dann kriegst du dieses Umzu nicht, weil es so nicht funktioniert, weil du vom Außen, du brauchst Bestätigung, willst Bestätigung von ihm. Und deswegen gehst du wieder darum pfuschen. Und es funktioniert nicht. Es wird nie im ganzen Leben funktionieren. Und dein Ratschlag an dich, lass es einfach, ist der allerbeste Ratschlag. Nämlich, lass es einfach, Sachen rauszukitzeln zu wollen, im Außen Reaktionen hervorholen zu wollen. Lass es einfach. Genau so. Und du weißt doch mittlerweile, dass dein Leben so genial ist und dass er dann kommt und folgt. Aber immer wieder lässt du dich fangen in diesem alten Scheiß und grübelst und machst und tust einfach stattdessen, dass du sagst, ich brauche da nichts da draußen. Ich weiß, wenn ich mein bestes Leben lebe, wenn ich meine beste Version lebe, dann wird er dieses sehen. Und er wird genauso mit mir in Kommunikation gehen, wie man mit jemandem in Kommunikation geht, den man unbedingt in seinem Leben haben will. Und das muss endlich aufhören. Und da geht es nicht darum, ich muss den nicht mehr haben, ich muss den nicht mehr lieben, ich muss gar nichts. Es geht nicht darum, aber ich muss endlich aufhören, Reaktionen rauskitzeln zu wollen. Und genau das tust du. Und damit musst du endlich einen Schlussstrich machen mit diesem verdammten fucking Spiel mit der 3D. Und das gibt jedes Mal eine auf die Fresse. Das ist wie: Ich bin nicht gut genug. Ich muss jetzt mal sehen, wie ich nicht gut genug bin. Jetzt like ich mal ein Bild und dann like das sicher nicht zurück. Jetzt stelle ich mal eine Frage. Dann antwortet er sicher nicht, weil ich bin so scheiße und weil ich weiß, dass ich hier ein scheiß Spiel spiele. Und es muss aufhören. Es muss aufhören. Du wirst keine Ergebnisse erzielen auf die Art und Weise. Unmöglich. Und wie ich gestern gesagt habe, außen aufhören zu tun, zu machen, zu beobachten, zu analysieren. Das Außen muss nicht analysiert werden, das Außen muss nicht beobachtet werden. Ich muss mich beobachten, ich muss mich analysieren, ich muss mich in meinen Gedanken sortieren, in meinen Ansichten. Ich muss diese Frau sein. Spielen, erleben, erfahren, no matter what. Vom auf dem Klo sitzen bis zum Zähneputzen bin ich diese Lady, die dieses geile Leben hat und die von außen nichts braucht, weil sie selbst erfüllt ist. Und deswegen spielt sie nicht diese Abhängigkeitsspielchen, sondern wenn sie spielt, dann spielt sie aus Spaß und aus Freude und nicht als Frust und aus Umzu. Es gibt immer wieder auf die Fresse. Immer wieder. Und immer wieder die gleichen Gedanken. Vielleicht soll ich aufhören und sagen, ja, hör auf mit diesen Spielchen. Hör auf. Ja. Und fang endlich an, das von dem zu in dem zu sehen, was du willst, dass er in dir sieht. Punkt, Ende aus, Amen. Und diese Spielchen, die macht keiner mit. Vergesst das, keiner spielt Spielchen nach meinen Spielregeln aus dem Mangel. Da kriege ich nur Mangel gezeigt. Die Spielchen müssen aus der Fülle, aus dem Spaß, aus der Freude, aus der Leichtigkeit kommen. Und dann gibt es immer Erfolg, egal ob bei Menschen, die Kunden sind oder die Liebhaber sind. Es gibt immer Erfolg,
wenn die Freude und die Begeisterung da ist. Und diese Identity muss jetzt einfach mal bedingungslos angenommen und gelebt werden. Und dazu muss ich aufhören, diese 3D-Spiele zu spielen. Aufhören, diese Umzugeschichten mir in meinem Köpfelchen zusammendenken. Und ich brauche Disziplin. Ich kann nicht abnehmen, wenn ich jeden Tag sage, ah, esse ich doch noch ein bisschen Junkfood. Ah, esse ich doch noch ein bisschen Chips. Ach, so ein bisschen Chips schaden nichts. Und so ein bisschen Scheißgedanken schaden nicht. Und so ein bisschen Mangelspielchen in der 3D schaden nicht. Aber doch, sie schaden. Ich brauche eine strikte Diät von meinem alten Seinszustand, von meinem alten Denken, von den alten Vorstellungen. Strikt, strikt und aufhören, diese verdammte Sucht, dieser verdammten Sucht nachzugehen, mir vom Mangel eine auf die Fresse geben zu lassen. Es ist immer wieder das gleiche Konzept. Ich muss da aussteigen und einsteigen in das, was ich will. Es geht um Himmels Gottes Willen leider nun mal nicht anders und es braucht strikte Disziplin. Genau das, worüber wir gestern gesprochen haben. Und ich muss aussteigen, ja, sein lassen, ja, loslassen. Aber sicher nicht den Wunsch, mit der tollsten Version von diesem Mann zusammen zu sein, wenn ich selber halt noch irgendwo eine needy Bitch bin. Dann wird das nicht klappen. Entschuldigung für die klaren Worte. Aber ich will, dass ihr aufhört, euch im Kreis zu drehen und immer wieder in diese alte Abhängigkeitsspirale eintritt. Es muss in eine andere Richtung gehen und dann muss ich die alte Richtung tatsächlich loslassen.